Das Elend der Edelkastanie. Vom Kastanienrindenkrebs und anderen Katastrophen. Ich bin kein Wissenschaftler, nur Gelegenheitsbaumschubser und Pflanzer. Dieses Video ist eine Zusammenfassung dessen, was ich bisher an Informationen zusammentragen konnte. Meine Hauptquellen finden sich in der Videobeschreibung. Wenn ich von Kastanien spreche, meine ich immer Edelkastanien, Pflanzen der Gattung Castanea. Bei uns im Süden gibt es keine Rostkastanien im Wald. Castanea sativa kommt im Mittelmeerraum natürlich vor und wurde vermutlich aus Kleinasien als Proviant für römische Soldaten über die Alpen verschleppt. So geht Legendenbildung. Hat diese Geschichte einen wahren Kern, ist die Zuwanderung erst 4 bis 5 Baumgenerationen her. Eine Edelkastanie kann gut 500 Jahre alt werden. In der heutigen anthropomorphisierenden Terminologie bilden Kastanie und Mensch eine invasive Allianz. Invasiv, weil der Mensch als Symbiont seinen Wirt, die Kastanie, gegen Konkurrenz und Krankheit verteidigt und weit über das natürliche Vorkommen hinaus verbreitet. In meiner Kindheit gab es in der Südsteiermark ausgedehnte Wälder mit gut 30% Kastanienanteil. Ohne menschliche Unterstützung gegen dominante Baumarten wäre das wohl kaum möglich gewesen. Ich erinnere regelrechte Waldwegalleen und Waldrand-Monobestände. Die Kastanie braucht vor allem Sonnenlicht. Nur direkt besonnte Teile der Baumkrone tragen Früchte. Mit diesen Früchten verführt uns der Baum zur Kooperation. Kastanienblütenhonig gilt ebenfalls als Spezialität. Obwohl der Baum als Windbestäuber gilt, zieht er Bienen magisch an. Böse Zungen haben immer schon gemunkelt, dass Blattlausausscheidungen wesentlich dazu beitragen. Kastanienholz ist zäh wie der Baum selbst. Zaunpfähle aus gespaltenem Kastanienholz, direkt in den Boden gerammt, halten unbehandelt 30 und mehr Jahre Stand. Vor ca. 40 Jahren, Ende des 20. Jahrhunderts, hat uns dann Cryphonectria parasitica eingeholt. Dieser vom Menschen aus Asien eingeschleppte Schadpilz hat die europäische Edelkastanie stark in Bedrängnis gebracht. Der Schlauchpilz verursacht bei Kastanien Rindenkrebs, eine Baumkrankheit, die in ihrer ursprünglichen Form letztlich zum Absterben führt. Der Erreger ernährt sich vom lebenden Teil der Rinde. Dabei produziert er Oxalsäure, welche die Bastschicht vollständig zerstört. An der Rindenoberfläche bilden sich typische Risse und Überwallungen, mit denen der Baum versucht, die Infektion einzudämmen. Der Pilzbefall unter der Rinde ist allerdings immer größer als der außen sichtbare Schaden. Orangerote bis rotbraune Verfärbungen der eingerissenen Rinde sind ein eindeutiges Befallsmerkmal. Der Pilz breitet sich von der Infektionsstelle radial in alle Richtungen aus, bis er den ganzen Ast umwachsen hat. Ist die Wasserzufuhr vollständig unterbrochen, vertrocknen alle Teile darüber. Die Kastanie kompensiert diesen Kronverlust anfangs meist mit neuen Trieben direkt unter der Infektionsstelle. Ist der Hauptschaft, Vulgostamm, betroffen und vollständig umwachsen, stirbt der Baum. Unter der Erde kann sich Cryphonectria parasitica scheinbar nicht durchsetzen. Die Wurzeln bleiben verschont und können neu austreiben. Das führt zu typischen Wurzelaustrieben bei infizierten Bäumen. Warum der Erreger unterirdisch nicht angreift, verschweigt das Internet. Ich meine, er fürchtet sich vor Phytophthora. Cryphonectria parasitica befällt auch andere Baumarten, bei uns vor allem Eichen. Diese gehören zu den Buchengewächsen und sind mit Kastanien nah verwandt. Eichen zeigen im Gegensatz zur Edelkastanie aber kaum Symptome. Wie Eichen diesen Pilz unbeschadet tolerieren, konnte ich nicht herausfinden. Der Schadpilz kann sich jedenfalls auch ohne Kastanien mittels Sporen, die der Wind verbreitet, fortpflanzen. Zusätzlich sondern Fruchtkörper auf der Baumrinde eine schmierige Substanz ab, die durch direkten Kontakt infiziert. Der Erreger kann aber nur über verletzte Rinde in andere Bäume eindringen. Setzlinge, Edelreiser, infiziertes Holz und unbehandelter Rindenmulch können die Krankheit verbreiten. Warum dieser Schlauchpilz, der nicht schon vor Urzeiten über den Landweg nach Europa gelangt ist, ist eine interessante Frage, die ich nicht beantworten kann. Jedenfalls macht es keinen Sinn, infizierte Kastanien zu fällen, um eine Ausbreitung des Erregers zu verhindern. In Amerika ist diese Strategie Anfang des 20. Jahrhunderts kläglich gescheitert. Der Pilz konnte dort pro Jahr ca. 35 Kilometer zurücklegen,
was innerhalb weniger Jahrzehnte zum fast vollständigen Aussterben der amerikanischen Elkastanie Castanea dentata geführt hat. Man schätzt, dass diesem Erreger damals ca. 4 Milliarden Bäume zum Opfer gefallen sind. Der Pilz ernährt sich also vom Baum. Aber wie genau? Frisst er das Bastgewebe? Dann müssten doch auch befallene Eichen ähnliche Schäden zeigen, was aber nicht der Fall ist. Für mich als Laien spricht es eher für einen Parasiten, der es auf die in der Rinde transportierten Zucker abgesehen hat. Jedenfalls hat man die vom Pilz produzierte Oxalsäure als Hauptursache für das Kastaniensterben ausgemacht. Das hat amerikanische Wissenschaftler auf die Idee gebracht, ein bekanntes Getreidegen, welches Pflanzenzellen eine neutralisierende Substanz produzieren lässt, künstlich in das Erbgut von Castanea dentata einzuschleusen. Das ist auch gelungen, zumindest im Labor. Gentechnisch veränderte Pflanzen brauchen auch in den USA eine behördliche Freisetzungsgenehmigung. Bei Feldversuchen im Rahmen dieses Verfahrens hat sich herausgestellt, dass dieses eingefügte Gen den Baum stark am Wachstum hindert. Es stört den Baum so sehr, dass er es nach wenigen Jahren abschaltet. Ohne dieses Oxygen hat er dann auch keine Verteidigung gegen den Pilz mehr. Der Antrag auf Zulassung wurde zurückgezogen. Warum Baum im Singular? Alle diese genveränderten Pflanzen sind Klone mit identischem, urheberrechtlich geschütztem Erbgut. Selbst wenn das alles wie vorgesehen geklappt hätte, was für eine unglaubliche Schnapsidee, Wald mit Klonen aufzuforsten. Biodiversität für den Arsch. Machen wir das nicht genauso? Gefördert wird zertifiziertes Pflanzgut aus kontrollierten Herkünften. Bei seltenen Arten können alle verschulten Setzlinge von einem Baum abstammen. Das sind freilich keine Klone, führt aber genauso zur genetischen Verarmung im Wald. Die Amerikaner haben für ihre Forschungen die Gene aller Kastanienarten weltweit vollständig aufgeschlüsselt. Erwartungsgemäß stammen alle vom selben Vorfahren ab. Allerdings gab es mehrfach unerklärliche Rückeinkreuzungen. Die europäische Elkastanie Castanea sativa verdankt einen Großteil ihres Erbguts einer Befruchtung mit der chinesischen Kastanie Castanea mulissima. Und das Millionen Jahre, nachdem sich diese Arten bereits geschwisterlich getrennt haben. Ein Zusammenhang mit der etwas höheren Widerstandskraft der Europäer gegen den Rindenkrebs liegt nahe. Cryphonectria parasitica stammt ursprünglich aus China. Vermutlich, weil die dort heimischen Arten die höchste Widerstandskraft aufweisen. Gefolgt von der japanischen, der europäischen und der amerikanischen Kastanie, die dem Pilz bisher hilflos unterlegen bleibt. YouTuber, die bereits Erfahrungen mit asiatischem Sortenanbau haben, berichten, dass auch Castanea mulissima nicht vollständig immun sei. Für den gewerblichen Anbau wurden hybride Sorten gezüchtet. In Europa vor allem Kreuzungen zwischen französischen Sativa und japanischen Crenata-Ertragssorten. In Amerika haben sich Kreuzungen zwischen Dentata und Mulissima bewährt. Es werden dort vermehrt chinesische Sorten mit Erfolg kultiviert. Auch wurde versucht, durch gezielte Rückkreuzung eine resistente Castanea dentata mit möglichst geringem chinesischen Fremdgenanteil zu züchten. Bisher ohne Erfolg. Warum so etwas überhaupt erstrebenswert scheint, ist eine Auffassung, die sehr wenig mit Artenschutz zu tun hat. Bei Versuchsreihen, ebenfalls in den USA, ist aufgefallen, dass junge Castanea sativa, die absichtlich infiziert wurden, im Vergleich zu älteren Exemplaren sehr widerstandsfähig sind. Das würde sich auch mit meinen Beobachtungen decken. Die Infektion erfolgt im Wald erst ab 10 bis 15 Jahren. Junge Kastanien gehen auch ein, aber durch Phytophthora. Das sind wieder andere Schadpilze, die Baumwurzeln befallen. Anzeichen für Phytophthora-Infektion wären schwarzes Verfärben, das Fehlen von Wurzeltrieben und schlagartiger Baumtod. Im Wald gekeimte Elkastanien bilden vereinzelt bereits nach 5 bis 6 Jahren Früchte. Gemeinhin dauerte das 30 Jahre. Ist das bereits eine Anpassung an das durch Seuchen verkürzte Baumleben? Castanea sativa wäre bereits ausgestorben, gäbe es nicht Viren, die alle Stämme von Cryphonectria parasitica befallen und damit quasi außer Gefecht setzen. Entdeckt wurde das zufällig, weil auffiel, dass Bäume eine normalerweise tödliche Pilzinfektion überlebt hatten. In Europa wurden solche Viren gezielt verbreitet,
um wertvolle Kastanienbestände zu retten. Das Verfahren dafür ist mühselig. Zuerst sammelt man geeignete Viren in der freien Wildbahn ein und hält deren Lebensraum, den Pilz, im Labor am Leben. Dann braucht es infizierte Rinde eines zu rettenden Baumes. Im Labor wird der Virus übertragen. Dieser nun neu infizierte Pilz wird wieder auf seine Entnahmestelle am Baum geschmiert und kann dort sein restliches im Baum verbliebene Gewebe anstecken. Viren oder Fungizide oberflächlich zu versprühen bringt nichts, weil die Baumrinde den Pilz schützt. Die Virusübertragung gelingt nur bei eng verwandten Pilzstämmen und nur bei direktem Kontakt. Ab hier wird die Sache schwammig. Der Virus tötet den Schadpilz nicht, sondern schwächt und verlangsamt sein Wachstum so, dass es der Kastanie gelingt, den Eindringling erfolgreich zu bekämpfen. Haben Forscher in Europa eine Epidemie unter Schlauchpilzen ausgelöst? Breitet sich Hypovirulenz natürlich und von ganz alleine aus? Der Virus schleicht sich leider nicht in alle Sporen der Schlauchpilze. Daher muss es immer wieder zu virusfreien, vegetativ unverträglichen Pilzpopulationen kommen können. Wie wahrscheinlich ist das? Gibt es konkrete Untersuchungen? Interessiert das überhaupt irgendwen? Der Kastanienrindenkrebs richtet heute weniger Bäume zugrunde. Schließlich sind alle, ohne jegliche Widerstandskraft, längst tot. Was vom resistenten Rest noch eingeht, ist absolut relativ wenig. Ob das auf generelle Hypovirulenz oder natürliche Auslese oder beides zurückzuführen ist, weiß mein Internet nicht. Den Fall, dass ein Baum im Wald tot umfällt, gibt es bei uns ohne höhere Gewalt eigentlich nicht. Bäume werden weit vor ihrem natürlichen Ende umgeschnitten. Und wenn Bäume krank sind? Wann fällt die Entscheidung zu fällen? Bei Fichten ist klar, sofort reflexartig alles raus, damit sich der Schädling nicht ausbreitet. Wir wissen, dass das bei Pilzerkrankungen nichts bringt. Im Gegensatz zu anderen hat mein Nachbar seine durch Kastanienkrebs und Phytophthora zum Teil schwer geschädigten Kastanienbäume nie entfernt. Oft liegt Totholz auf der Straße, die durch sein kleines Waldrelikt führt. Forstwirtschaftlich ist das alles Brenn- und keinesfalls Wertholz. Viele ältere Bäume haben Kastanienrindenkrebs und Tintenkrankheit gleichzeitig. An mehreren Stellen und das seit Jahrzehnten. Sie fruchten trotzdem. Also wozu die Aufregung? Plantagen setzen bei kurzen Umlaufzeiten auf widerstandsfähige Hybride. Bereits sehr junge Castanea sativa pflanzen sich im Wald fort und naturverjüngen. Aber so richtig, richtig alt wird keine Kastanie mehr. In der Steiermark ist eine Edelkastanie als Monumentalbaum gelistet. Ich will nicht lästern, aber ich glaube, mein Nachbar hat eine ältere, größere, die sich nur besser im Wald versteckt. Weiter im Süden und Osten gibt es scheinbar noch echte Baumriesen. Links in der Beschreibung. Was mich irritiert, ist die Vorstellung, dass Castanea sativa als Zukunftsbaum den Klimawandel aushalten und damit den Status quo weiter ertragen kann. Mein gegenwärtiger Waldzustand ist folgender. Hektarweise Windbruch, gefolgt von Borkenkäfer und anderen Sterblichkeiten. Heiße Trockenzeit, kalte Trockenzeit. Dazwischen Starkregen. Ohne Farnkraut und Brombeeren wäre hier alles längst erodiert. Erdrutsche gab's auch. Der Klimawandel ist schuld. Es gibt im nördlichsten Verbreitungsgebiet der USA scheinbar einige Inselpopulationen von Castanea dentata, die Cryphonectria parasitica nie erreicht hat. Es wird spekuliert, dass es dort für diesen Pilz zu kalt sei. Wäre das wahr, hätte der Kastanienrindenkrebs in den 80ern bei uns nie Einzug gehalten. Früher war es hier auch oft und lange bitter, bitter kalt. Seit 1993 ist der größte Teil der Bestände in der Steiermark mit Kastanienrindenkrebs durchseucht. Die damals noch als solche benannte Klimakatastrophe kam erst später ins Gerede. Phytophthora, die andere Gattung von Kastanienkielpilzen und Erreger der Tintenkrankheit, profitiert jedenfalls von der globalen Erwärmung. Epigenetik, so lehrt mich das Internet, ist der Einfluss der Umwelt auf die Art und Weise, wie Erbinformation von einem Lebewesen ausgelesen,
also tatsächlich gelebt wird. Bäume vererben wesentlich mehr Informationen in ihren Genen, als zum Wachstum eigentlich notwendig. Das ist kein Ballast oder mitgeschleiftes Zufallsprotein, sondern sehr wahrscheinlich das Baumgedächtnis der Vorfahren. Bauanleitung für Chemie, die irgendwann mal entwickelt wurde, aber aktuell nicht notwendig oder fatal wäre. Vom abgeschalteten Oxygen habe ich schon erzählt. Ändern sich Umstände, gibt es Stress, wird in diesem Genarchiv nach Auswegen gesucht, weil Fortlaufen nicht geht. Jeder, der einen Informationsspeicher hat, ahnt, wie schwer das richtige Finden ist. Noch weiß niemand, welche Genabschnitte Castanea mollissima gegen den Kastanienrindenkrebs widerstandsfähiger machen. Daher weiß auch niemand, ob Castanea sativa irgendwann natürliche Resistenz bilden kann. Aber jeder lebende Baum ist eine Chance, denn Elternbäume können, wie man jetzt weiß, umweltbeeinflusste Adaptionen epigenetisch an ihre Nachkommen weitergeben. Was kann ich als Baumschubser Greta Thunbergen